Hallo und Mahlzeit, liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen. Wie ihr seht, aufgrund des schönen Wetters melde ich mich heute mal bei mir aus dem Garten. Ihr kennt natürlich alle Schaarbilder oder Geoglyphen, die gibt es ja weltweit, weltberühmt natürlich Nazca in Peru, aber die gibt es auch in der ehemaligen Sowjetunion, die gibt es auch in Saudi-Arabien, sehr zahlreich sogar, aber die gibt es auch in Großbritannien. Und eines dieser Schaarbilder in Anführungszeichen ist dort quasi ein kleines Nationalheiligtum. Aber interessanterweise ist da völlig unklar, wie alt dieses Objekt, dieses Bild eigentlich ist. Und Archäologen wollen genau das jetzt herausfinden. Bei vielen solcher Geoglyphen ist das Alter bekannt. Die sind einige Jahrtausende alt, einige sind sogar nur einige Jahrhunderte alt. Aber bei vielen ist auch eben das Alter unbekannt. Genau wie bei diesem seltsamen Riesen von Cerne Abbas im Südwestengland. Dieser Giant, den seht ihr ja gerade im Bild. Ich habe es bei Google Earth auch einmal abgefilmt. Die Figur ist insgesamt 66 Meter hoch. Die eigentliche Figur, der eigentliche Mensch ist nur 55 Meter, aber mit der Keule, die er in seiner rechten Hand über seinen Kopf so schwingt, so bedrohlich ist sie eben 66 Meter hoch, und sie kann man so gut erkennen, wie ihr es ja wunderbar an den Bildern sehen könnt, weil sie alle 10 Jahre restauriert wird, in Anführungszeichen. Und zwar wird das so gemacht, dass weiße Kiesel in den Umriss reingelegt werden, der alte wird entfernt und dann kommt neuer Kiesel hinein, schön strahlend weiß. Diese Umrisse selber sind so etwa 60 cm breit, und so kann man diese 66 Meter hohe Bild dieses Mannes natürlich wunderschön erkennen. Und das gehört zu den kulturellen Highlights von Großbritannien, so kann man es natürlich schon nennen. Und gar nicht allzu weit davon ist auch Stonehenge entfernt, und es ist natürlich sehr viel Rätselraten darüber im Gange, was ist denn dieses Bild überhaupt, was soll es darstellen und vor allen Dingen, wer hat das geschaffen? Da ist natürlich die erste Frage, wie alt ist es? Dann kann man darauf ja sehr gut auf den Schöpfer dieses Giganten schließen. Weil es eben auch so weiß ist, wird es auch sehr oft verglichen mit den weißen Pferden in Großbritannien. Zum Beispiel das White Horse von Uffington, das ist 107 Meter lang. Da hat sich herausgestellt, das ist tatsächlich 3000 bzw. bis zu 3000 Jahre alt. Aber wie es mit diesem Riesen da von Cerne Abbas bestellt ist, wie alt er ist, das ist wirklich eine Frage, die Archäologen tatsächlich bis heute überhaupt nicht gelöst haben. Sehr interessant ist natürlich, dass gerade aufgrund der Einzigartigkeit so einer menschlichen Darstellung unglaublich viele Spekulationen kursieren. Da heißt es mal, das wäre der nordische Gott Thor. Da wird also diese Keule, die er da bedrohlich in den Händen schwingt, so quasi als Thors Hammer interpretiert. Dann heißt es, es wäre der Donnergott Taranis, der gallische Donnergott. Vielleicht sei es auch der römische Herkules. Das würde also bedeuten, dass diese Figur erst im 2. Jahrhundert nach Christus angefertigt wurde. Dann heißt es, das ist ein Kunstwerk aus dem 17. Jahrhundert erst. Das wäre so von 1641 bis 1666 erst da in die Erde gegraben worden, denn geschart ist es ja nicht. Tatsächlich ist es aber so, dass erst im Jahre 1694 dieses Bild erstmalig erwähnt wurde. Davor gibt es keine historischen Aufzeichnungen. Vielleicht mögen sie in irgendwelchen Archiven schlummern in Großbritannien, aber da ist die erste dokumentierte Erwähnung dieses Bildes. Interessant ist auch, es ist natürlich sehr klar als Fruchtbarkeitsidol, Fruchtbarkeitssymbol oder Gott zu interpretieren, und schon vor knapp 100 Jahren wurde berichtet, dass sich Liebespaare dort treffen, und zwar auf den 7 Meter großen Phallus, um dort Kinder zu zeugen, oder dass Frauen um diese Figur herumlaufen, um somit Fruchtbarkeit sich wünschen oder eben einen festen Partner oder die Treue beschwören. So eine Art Volksbrauchtum hat sich daraus entwickelt. Allerdings spielt das natürlich da keine Rolle, ob dieses Bild jetzt 7000 Jahre ist, irgendwie von den Kelten oder so etwas, oder ob es tatsächlich erst aus dem 17. Jahrhundert stammt. Interessant ist natürlich, aufgrund dieses 7 Meter großen Phallus ist es natürlich klar, das muss ein männliches Fruchtbarkeitssymbol sein. Aber da ist wirklich sehr spannend, der hatte irgendwann mal eine Phallusvergrößerung. Und zwar gibt es in dem
in dem Magazin The Gentleman's Magazine, Band 34 von 1794, was ich euch gerade hier einblende, eine Skizze. Und da kann man erkennen, das wurde wohl irgendwann bei den Renovierungsarbeiten mal mit dem Bauchnabel dieser Darstellung verbunden. Und so wurde diese Darstellung, dieses Phallus dann quasi vergrößert. Sie ist im Original offensichtlich nicht so angelegt worden. Aber dennoch vollkommen unklar, wer hat da was und warum angefertigt. Und jetzt wollen Archäologen um Professor Philip Toms Proben nehmen, beziehungsweise sie haben Proben genommen von dieser Figur, und zwar im Bereich der Füße und im Bereich der Ellenbogen haben sie kleine Löcher gegraben, beziehungsweise kleine Gräben ausgehoben und dort Material entnommen, und das soll mit der optisch stimulierten Lumineszenzdatierung datiert werden. Das hört sich sehr kompliziert an, ist aber eigentlich recht einfach. Das bedeutet nur, man kann so feststellen, wann diese Segmente, diese Steine oder dieser Sand letztmalig dem Sonnenlicht ausgesetzt war. Es ist so eine Art Thermolumineszenzdatierung, da geht es allerdings um die Temperatur. Aber so können die grob feststellen, aha, wir haben hier eine Probe, die war letztes Mal vor 2000, vor 5000 oder eben vor 500 Jahren zum Beispiel das letzte Mal dem Sonnenlicht ausgesetzt. Also hat man so ungefähr eine Vorstellung, wie alt dieser Giant von Cerne Abbas denn nun in Wirklichkeit ist. Interessant ist an dieser Datierung auch, man kann damit Alter bestimmen, die über 100.000 Jahre alt sind. Also nicht wie mit der C14-Methode, wo es dann schon bei 15 bis 50.000 Jahren immer kritischer wird. Da kann man tatsächlich sagen, das ist 100.000 Jahre alt oder sogar noch viel älter. Natürlich sagt jetzt keiner, und ich behaupte das auch nicht, dass er mich nicht falsch versteht, diese Darstellung ist jetzt 100.000 Jahre alt. Aber es ist eben eine sehr viel genutzte und eine sehr gute Datierungsmöglichkeit. Allerdings ist es auch ein Problem, darauf dann wirklich zu schließen, dass dann dieses Bild da eingegraben wurde. Zum Beispiel hat Martin Papworth gesagt, der an diesen archäologischen Grabungen beteiligt war, ich blende dazu mal ein Zitat ein: Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Tests uns eher einen groben Zeitraum als ein genaues Alter verraten. Wir hoffen jedoch, dass die Analysen uns helfen, dieses berühmte Wahrzeichen besser zu verstehen. Ja, ein grobes Zeitalter, das ist auch wieder mehr oder weniger nichtssagend. Was heißt denn jetzt grob? Ist es jetzt 500 Jahre älter, 500 Jahre jünger, 1000 Jahre älter, 1000 Jahre jünger? Also das ist wirklich sehr eine leere Worthülse, kann man schon sagen. Aber spannend ist natürlich auch, die haben auch andere Wissenschaftler bei diesem Team. Und zwar sollen dort Schneckengehäuse ebenfalls untersucht worden. Es gibt 118 Schneckenarten in Großbritannien und die leben in verschiedenen Bereichen, verschiedenen kleinen Klimazonen, kann man so sagen. Und so sollen auch Schneckengehäuse dort ausgegraben werden, um so festzustellen, ob es denn immer eine Rasenfläche war oder ob dort mal Wald gelegen hat, um so auch das Bild besser zu verstehen, wann es in welcher Umgebung, in welchem Kontext denn angelegt wurde. Ich bin sehr gespannt, was die Datierungen geben. Sie sollen frühestens vor Juli dieses Jahres, also 2020, zur Verfügung stehen und veröffentlicht werden, wie der Professor Toms da gesagt hat. Aber ich bin sehr gespannt. Ich glaube wirklich, dass dieses Bild nicht so alt ist wie zum Beispiel dieses weiße Pferd von Affingen, was ja bis zu 3000 Jahre alt ist. Ich glaube wirklich, dass es jüngeren Datums ist, weil es eben vor 1664 keine Aufzeichnung darüber gibt. Bei diesem weißen Pferd wiederum ist es so, da gibt es Aufzeichnungen aus dem 12. Jahrhundert. Ich wollte euch nochmal auf ein Video hinweisen, was ich hier vor geraumer Zeit einmal online gestellt habe. Blende ich euch einmal ein. Da habe ich über mutmaßliche Scharbilder, solche Geoglyphen in Schottland berichtet. Da gibt es nämlich wirklich sehr spannende Strukturen. Da heißt es, die wären nur, sagen wir mal, 100 Jahre alt. Aber was das genau ist, wurde offenbar nie erforscht. Ich zeige da auch sehr viele Bilder davon. Ist ein großes Gebiet da im Nordosten von Schottland. Und da gibt es eben auch seltsame Bodenstrukturen. Was das ist, hat sich bis jetzt noch nicht klar herausgestellt. Aber vielleicht wissen wir auch im Juli mehr, was es mit diesem Giganten, mit dem Riesen, mit seinem gigantischen Phallus auf sich hat. Ich bin sehr gespannt. Falls ihr mein Video gefallen habt, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Diskutiert mal darunter, was haltet ihr davon, wie alt ist das? Was soll damit ausgedrückt werden? Soll es Herkules sein, Thor oder irgendein
relativ modernes Kunstwerk aus dem 17. Jahrhundert. Wenn ihr vor allen anderen meine hier hochgeladenen Videos sehen wollt und mich dabei auch gleichzeitig unterstützen wollt, könnt ihr auch gleichzeitig eine Kanalmitgliedschaft hier abschließen. Und dann sage ich mal tschüss ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Besucht mich doch mal bei Facebook, facebook.com/mysteryfiles. Tschüss, euer Lars.